eingestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Ich weiß. Ich werde jetzt erstmal sämtliche Räume, die ich hier habe, mit Türen sichern. Etwas schwerere Türen, nicht zu schwere Türen, aber halt so, dass sie gesichert sind. Oh Mann, das ist echt blöd. So. Oh, einer der Zauberer tarnt sich schon. Okay, hier nochmal eine Tür zwischen. Hier würde auch noch eine Tür passen. Aber hier würde ich ganz gerne sonst... Ich sollte euch sofort vernichten. Euer Widersacher zerstört eure Räume. Eine Falle. Ein Raum wird angegriffen. Wo? Welcher? Eine größere Schatzkammer. Tatsächlich. Da treibt sich eine Kreatur rum. Er hat es also geschafft, hier hinzukommen. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber er hat es geschafft. Schweinehund. Und dann noch so nah. Wie hat er das gemacht? Gleich eine Tür. Falle. Ihr werdet in Vergessenheit Falle. Geraten, Keeper. Nein, werde ich nicht. Falle. Gleich sichern. Du Schweinehund. Gleich absichern. Da gräbt er sich einfach in unser Gebiet vor, du. Das ist eine Mistsau. Eieieiei. Ja, ich weiß, ihr werdet jetzt teilweise sagen, Mensch Lars, das ist doch so einfach. Nee, ist es nicht. Wenn du es blind spielst, ist es wirklich nicht einfach. Klar, wenn du das schon 10.000 Mal gespielt hast, dann ist es was anderes. Aber so. Und ich habe es nicht 10.000 Mal gespielt. Auch nicht 20.000 Mal. Das ist mein erstes Mal. Ich weiß, es ist eigentlich ein Skandal, aber es ist so. Hier würde sich eine Indie-Falle lohnen. Also wir müssen hier... Ich meine mich auch zu erinnern, dass es eine Mission Dungeon Keeper 2 gab, wo man viel mit Fallen arbeiten musste. Kann sein, dass diese Mission die Mission ist, wo man viel mit Fallen arbeiten muss. Eure Versuche sind zwecklos. Sagst du. Ich sehe das anders. Genauso auch, wie ich hier übrigens auch weiß, dass die Bugs, die man hier teilweise hat, dass die durch die Dings herbeigeführt werden. So, wir müssen das Gold hier leider Gottes abgetragen. Also sonst meint unser Gegner hier, machen zu können, was er will. Das Euer ist nicht drin. Wird die Decke meiner Wohnung schmücken. Ja, komm, mach einen Kopf zu. Warum kann ich den bösen Blick nicht verwenden? Ich will den verwenden können, ich kann ihn nicht verwenden. Ich speichere mal kurz, da werde ich gleich mal laden. Ich hoffe, dass ich den dann wieder verwenden kann. Weil ich kann den bösen Blick so nicht anwenden. Ich kann ihn nicht verwenden. Ich kann den bösen Blick nicht einsetzen. Ich kann den bösen Blick nicht verwenden. Lalalalala. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ein neuer Raum wurde erforscht. Was für ein fucking Kampf. Und ich kann... Mir wurde in den Kommentaren geschrieben, wie man das macht, aber ich hab's vergessen. Ich hab's leider vergessen. Ich hab's echt vergessen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ja, wo? Was wollte ich jetzt eigentlich? Ja, Köderraum. Wir brauchen Köderraum, glaube ich. Ja, doch. Direkt neben dem Gefängnis erstmal ein Köderraum. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Ich habe trotzdem 20 Kreaturen. Also funktioniert mein Plan nicht. Schön, dann wissen wir das auch schon mal. Ja, ach nee. Sag bloß. Das weiß ich auch, dass es hier von Dungeon Keeper nur so wimmelt. Das ist ja das Blöde. Das Blöde ist eben halt, dass ich keine vernünftigen Truppen hier kriege. 6. Jetzt muss ich kurz rechnen. 13, 14. Das sind 20. Scheiße. Also zählen alle. Das ist ja blöd.
Ihr seid gutes Futter für meine Untergebenen. Also kann ich meinen gesamten Plan eigentlich schon vergessen. Ich hatte eigentlich gehofft, ich kann mit Hilfe mit Hilfe der Skelette unendlich viele anheuern, aber das funktioniert nicht. Das ist scheiße, gelinde gesagt. Das ist wirklich scheiße. Eure Versuche sind zwecklos. Ich würde schon gerne mehr Kreaturen haben wollen. Weil es kann nicht sein, dass der Gegner meint, mehr Kreaturen haben zu können als ich. Das kann einfach nicht sein. Das ist einfach ein Akt, den nicht zu... Guckt euch das an. Guckt euch das an. Dagegen soll ich ankommen. Wie? Wie soll ich dagegen ankommen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Weiß ich nicht. Und das kann sein, dass das Let's Play jetzt dadurch endlos in die Länge gezogen wird. Nur weil diese eine Scheißmission hier zwischen ist. Weil man meint, ja, Schwierigkeitsgrad kann ruhig ein bisschen höher gestellt werden. Ja, vielen Dank auch. Übrigens, ich habe sehr viele Ems verloren, wie ich gerade sehe. Sehr viele Ems. Ihr seid gutes Futter für meine Untergebenen, Keeper. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Eure Kreaturen kommen tief. Ich hab nichts, was overpowered ist. Ich hab nichts. Ein Horny kann mir auch nicht helfen. Aber Horny ist zu schwach. In diesem Spiel. Leider ist er zu schwach. Wenn ich mal bedenke, wie er im zweiten Teil drauf ist, da hat er alles platt gemacht. Das war ihm scheißegal. Das war ein richtig guter Horny, aber den Horny hier, den kannst du vergessen. KV, kannst du vergessen. Ah, ein Vampir. Hervorragend. Gleich direkt trainieren. Ha! So sieht's aus. Trainier, du Sau. Trainier um dein Leben, du alte Sau. Irgendjemand feuert Lava-Kugeln ab. Ist das ein scheiß Ernst, Alter? Ich merke schon, ich muss den Bereich abriegeln. Wo ist die Tür? Da unten. Ich muss den Bereich abriegeln. Es geht nicht anders. Weil unsere Imps laufen natürlich wie... Unsere Kreaturen sind natürlich so blöd, dass sie natürlich auch schön wie freiwild in den Tod laufen. Wir haben über 40 Imps gehabt. Wir sind alle tot. Weil sie zu blöd sind, um mal aufzupassen. Und nur deswegen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Weil sie einfach nicht in der Lage sind, mal aufzupassen. Und mal zu sagen, nee, ich gehe nicht so weit. Nein, die rennen Wildwest sonst wohin. Das ist auch so eine Geschichte. Das hat mich auch im zweiten Teil extrem genervt. Weil das muss nicht sein. Nein, die laufen Wildwest durch die Landschaft. So, wo ist der Vampir jetzt? Wo treibt er sich rum? Oh, galant schwebt er durch die Lüfte. Okay, er nimmt einen... Okay. Na gut, das kannst du auch machen. Stufe 2 ist er schon. Sehr schön. Ich damit jetzt mehr Kreaturen? Ich habe jetzt 22 Kreaturen. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe sie. Ich bräuchte mehr Vampire. Eine ganze Armee davon am besten. Ein neuer... Wo möchten wir denn hin? Eure Bibliothek ist zu klein. Eure
Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ja, ein kleiner Sieg. Eure Untergebenen erreichen ihr Versteck nicht. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Ja, Kreaturen werden ärgerlich. Ich bräuchte dringend eine... Ich brauche mehr Optionen. Ich habe viel zu wenig Optionen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe eigentlich nur eine Möglichkeit, den Gegner aus dem Hinterhalt angreifen. Irgendwie hoffen, dass er das nicht mitkriegt. Oder nur sehr spät, wenn es zu spät ist. Und das alleine wird schon nicht einfach. Schnapp dir die Leiche, genau. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Welche Kreaturen? Zauberer. Warum wird der Zauberer ärgerlich? Hat er das zufälligerweise in seinem Prospekt mitgesagt? Ja, natürlich. Mann, oh, ihr seid doch echt dämlich. Ihr sollt nicht rausstürmen wie die Bekloppten. Mann, ihr habt andere Aufgaben. Kümmert euch darum. Ganz ehrlich. Ah, hier trainieren sich Skelette, okay. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Sehe ich. Haben wahrscheinlich Hunger. Kann ich mir vorstellen. Ja, haben sie auch. Handwerkskammer ist nicht groß genug. Warum ist ausgerechnet der ärgerlich? Na gut, das ist ein Stufe 3er, das geht noch, aber trotzdem. Wird's wahrscheinlich pennen, kann das sein? Ach, du hast nicht mal eine Zuflucht. Ja, dann geh doch pennen. Ganz einfach. Was ist mit dir? Wird's auch pennen. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Ich finde das so geil, dass sie sich tarnen kann. Geil, der war einmal pennen, der legt sich gleich nochmal pennen. Auch schön. Glücklicherweise werden Türen ja direkt vor Ort geliefert. Zack. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Die werde ich auch gleich mal abriegeln. Bauen wir hier mal eine Flava-Falle mit auf. Und eine Giftfalle. So, dann kann ich die anderen Türen nämlich aufmachen. Wir müssen uns Schritt für Schritt vorarbeiten. Es geht leider nicht anders. Weil solange uns der Gegner auf den Sack gehen kann, wird er das auch tun. Unsere Bibliothek ist zu klein. Das ist halt das Problem, das wir haben. Warum? Eure Versuche sind zwecklos. Warum werdet ihr ärgerlich? Warum bist du verärgert? Warum rennst du quer durch die Landschaft? Hast du eigentlich direkt vor Ort einen Schlafsaal? Warum nutzt du den nicht? Ja, sterbe man ruhig, dann wirst du nämlich zu einem Skelett. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eure Kreaturen hauen ab. Eure Kreaturen hauen ab. Mhm. Du willst abhauen? Das lasse ich nicht zu. Vorher stirbst du. Bitteschön, viel Spaß. Eine Falle wurde hergestellt. Das interessiert mich nicht. Ich lasse dich bestimmt nicht abhauen. Freundchen. Ja, es tut mir leid, Leute. Also heute gibt es leider wenig bis gar keinen Fortschritt. Leider. Ich hätte gedacht, dass wir heute einige schaffen, aber naja, man sieht es ja. Habe ich mir wohl wieder ein bisschen zu viel vorgenommen. Das wird wohl eher eine langsame Geschichte. Das wird schön dauern, bis wir das fertig haben. Ich kann ja mal höchstens nochmal versuchen, einen Tempel zu bauen, oder? Vielleicht nochmal einen weiteren Friedhof. Was würde mir das bringen, wenn ich einen weiteren Friedhof baue? Würde mir das helfen? Ich baue einfach mal einen weiteren Friedhof. Scheiß drauf, echt. Komm, bauen wir einen weiteren Friedhof. Ach schon. Handwerkskammer ist nicht groß genug. Vielleicht haben wir ja Glück und können dadurch noch viel mehr Vampire ausheben. Das wäre natürlich toll. Ich gehe zwar nicht davon aus, aber ein Versuch ist es wert. Was haben wir schon zu verlieren? Gut, die Schatzkammer unten sieht ziemlich voll aus. Ist wiederum gut. Aber er hat den Zugang hier so gar nicht bemerkt, ne? Im Grunde. Also eigentlich könnte ich ihn hier richtig schön von hinten ärgern. Also richtig schön.
Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Wie sieht's denn aus? 22. Alle haben 22 Kreaturen. Der Grüne hat 12 Räume. Naja. Tja, eigentlich würde ich ja sagen, wenn ich wage, den ich gewinne, ne? Aber so? Ja, du bist immer noch verärgert, deswegen darfst du auch sterben. Und ein Imp erobern macht für mich keinen Sinn. Sag ich euch ganz ehrlich, deswegen geht er auch drauf. Apropos draufgehen. Einen Imp schicke ich mal hier los. Eure Bibliothek ist zu klein. Dann kann der nämlich mal schön weiter erobern. Dann können wir den Weg hier nämlich frei machen. Schritt für Schritt zum Feind. Eine Tür wurde hergestellt. Und dann schön absichern. Blitz, Gift und davor Alarm. So. Ach, Alarm habe ich sogar mehrere. Guck an. Setzen wir hier vorne noch einen Alarm hin. Damit ich auch ja mitkriege, wenn mein Gegner meint, hier einen auf Rambo machen zu können. Ach ja. Ist eine verzweifelte Taktik, ich weiß. Jo, war klar. Da hat der kleine Mann keine Chance gegen. Oh, vollständige Heilung, perfekt. Aber ich kann ihn gut ablenken, wisst ihr das? Das Problem ist halt nur, es wird ziemlich schwer. Aber man ruhig zurück. Du wirst dich wundern, Freundchen. Okay. Eigentlich wollte ich, dass sie was ganz anderes macht, nämlich das Vieh direkt tötet, aber leider hat das nicht so ganz geklappt. Nein, ist sie nicht. Hör auf zu lügen. Sie ist nicht zu klein. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eine Falle wurde hergestellt. Ich find's irgendwie cool, wie er sämtliche seiner Kreaturen gleich direkt dahin schickt. Das ist total weit weg von seinem eigentlichen Territorium. Es wäre ein perfektes Ablenkungsmanöver, ehrlich. Und da sitzt sein Dungeon-Herz, ich höre es. Ich kann einfach diese fucking Fähigkeit nicht einsetzen. Das ist so ärgerlich gerade, dass ich die einfach nicht einsetzen kann. Aber ich weiß, wo sein Dungeon-Herz sitzt, ungefähr. Das ist immerhin etwas. Wie sieht es eigentlich mit Nahrung aus? Seid ihr versorgt? Eine Falle wurde hergestellt. Ja, sie könnten mehr gebrauchen. Sie könnten mehr gebrauchen. Gut, dann werden wir hier, obwohl es das eigentlich nicht machen wollte, bauen wir hier jetzt einfach eine Hühnerfarm. Ist zwar schade um die Statuen, die dadurch verschwinden, aber egal. Wir brauchen eine größere Hühnerfarm. Wenn ich Glück habe, kann ich dadurch nämlich mehr Kreaturen anwerben. Das wäre natürlich schön. Wenn das tatsächlich der Fall wäre, dass wir dadurch mehr Kreaturen kriegen. Das wäre echt schön. Dann könnten wir dadurch so mächtig werden, dass wir unsere Gegner problemlos überrennen können. Aber ich befürchte fast, dass es nicht so sein wird. Was ist mit euch, eisernen Jungfrauen? Stufe 6 und Stufe 5. Das ist nicht schlecht. Skelette. Alter, die Skelette. Alter. Oh, die Skelette, ey. Alter, die gehen schon echt in Richtung Elite. Was ist mit dem Vampir? Welches Level hast du? Hallo? Vampir? Ich hätte gerne mal dein Level gesehen. Level 5, ja bitte. Was wollen wir denn mehr? Du hast verschissen, Freundchen. Du hast so verschissen. Du hast selber Schuld. Ehrlich. Schlafsaal ist unterbesetzt, ich weiß. Aber Hühnerfarm geht gerade. Mal gucken, vielleicht können wir ja so unsere Armee noch ein bisschen vergrößern. Es wäre natürlich schön, aber ich irgendwie bezweifle ich das. Ich will einfach nicht glauben, dass bei 20 Schluss ist. Geschweige denn akzeptieren. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Naja.
Imte nichts zu tun hat, gut, dann komm mit. Eure Bibliothek ist zu klein. Meine Untergebenen werden euren Dungeon als traurige Ruine zurücklassen. Ist ja eure gut. Handwerkskammer ist nicht groß genug. Ich muss einfach hoffen, dass wir in der nächsten Session ordentlich Fortschritt machen können. Alter, wo hat er sich denn hier alles vorgegraben? Ach, guck an, er gräbt sich ja. Okay, alles klar.